So, Freunde, in Düsseldorf angekommen, haben wir schon ein wenig die Baustelle eingeräumt. Ich zeige euch mal kurz, was hier zu tun ist. Also, wie gesagt, ich bin ja hier in Düsseldorf. Ladenbau von Marc G. Bauer. Einmal alles schick machen hier. Soll wohl in den nächsten ein, zwei Monaten dann sein Laden rein. Und hier hinten der allerletzte Raum von dem Laden, also das Ende von dem Laden, wird nachher sein Raum. So sieht das hier aus. Das Ganze soll nachher ähnlich gestaltet werden, wie sein Streaming-Raum jetzt ist. Also sehr pompös, sehr viel Stuck wieder, schicke Barocktapete, dunkle grüne Farbtöne. Hier kommt ein neuer Boden rein, so Holzoptik natürlich, aber ein PVC-Planke, klar. Holzoptik in auch dunkel. Das wird schon nachher ganz geil hier aussehen. Aber zumal müssen wir erstmal alles abreißen, weil hier hat irgendeiner Holz vorgeklebt. Und da sind wir noch am Spekulieren, ob wir das abreißen oder dran lassen. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Des Weiteren haben wir hinten ein kleines Badezimmer, die Toiletten. Da sind unten Fliesen drin, die werden gleich mitgemacht. Also da kommt auch die PVC-Planke mit rein. Man sieht halt absolut nicht schön aus, ne? Das muss einmal alles frisch gemacht werden. Die Fliesen, die jetzt noch da sind, spachteln wir über. Der Rest, würde ich sagen, wird auch schön dunkelgrün lackiert, damit es nachher auch richtig geil aussieht. Also soll nachher schön edel aussehen. Momentan auf dem Boden ist hier so eine Art Spachteloptik, Betonoptik drauf. Ich konnte noch nicht sehen, was das ist, aber also ich konnte noch nicht rausfinden, was es ist, aber es wird irgendwie sowas sein. Hier zwischen den Balken, also sprich da hinten fängt das nachher an, bis hier vorne hin sollen wir eine Wand reinziehen mit einer Tür, damit hier nochmal so ein separater Lagerraum ist. Die Wände, da weiß ich nicht genau, was da passiert, auf jeden Fall einmal streichen nachher. Vorne sind wir halt schon dabei, ich bin auch nicht alleine hier. Aber die Kameraden stellen sich gleich nochmal separat für sich vor. Tapeten abreißen, alles schön glatt machen und schick machen. Hier oben soll nachher auch überall Stuck rum. Decke fassen wir nicht an, da spachteln wir das, was gespachtelt werden muss. Und dann wird die einmal weiß gespritzt. Hier auch Tapeten, hier müssen wir noch einen Durchbruch machen, weil dahinter ist dann die Umkleidekabine. Sieht dann so aus. Da ist ja die Umkleidekabine, hier ziehen wir noch eine Wand rein. Und da ist dann halt der besagte Durchbruch, damit man dann halt von hier aus reinkommen kann, weil hier steht nachher die Gebauer und Gebauer Kollektion. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Dann können die Leute gleich da rein und sich umziehen. Auch hier wird der ganze Boden neu gemacht mit PVC-Planke. Ach guck mal, hier liegt er. So sieht das Muster aus. Der wird hier einmal komplett überall verlegt. Jo, das ist der Stand der Dinge. Wir trudeln jetzt langsam alle ein. Ich bin jetzt seit 2 Stunden hier. Dominik, ein Malermeister, der hier mit unterstützt. Jens Henschel, der mit unterstützt, Malermeister, und Tommy Berg, der mit unterstützt. Achso, und von Dominik natürlich noch der Bruder, auch Maler und Lackierer. Mahlzeit. Aber wie gesagt, die stellen sich gleich alle nochmal separat vor, wenn sie da Bock drauf haben, weil wir kommen alle aus unterschiedlicher Region, und wenn du dann deinen eigenen Maler mal in deiner Region brauchst und auch so heftige, geile Projekte haben willst, dann kannst du nämlich gleich die kontaktieren und nicht mich kontaktieren, weil ich fahre nicht jedes Mal durch ganz Deutschland. Ist immer nur Ausnahme, ne? Weil 5 Stunden Fahrt jedes Mal bis nach Düsseldorf ist schon viel. Und dann noch weiter runter, dann reicht es auch irgendwann, ne? Wir sind hier mitten auf der Kö. Wer das in Düsseldorf nicht kennt, hier sind die ganzen Läden, hier Gucci und Louis Vuitton. Also hier kaufen die Reichen und schön ein, auf jeden Fall dann nicht wir, oder? So, wir warten noch. Tommy müsste eigentlich auch jede Minute rein. Ich muss mir gleich mal ein Käffchen holen und dann geht's hier weiter. Willst du dir mal was richtig Gutes zeigen? Was richtig Hübsches? Ah, gut. So, wie sieht's hier aus? Wir haben es jetzt 17 Uhr, 14 um genau zu sein. Die beiden Kameraden machen jetzt noch ein bisschen weiter, sagen sie zumindest. Ich düse jetzt gleich ab. Die anderen beiden sind auch schon los. Einiges passiert hier heute. Abriss, das Holz hier kommt alles von dem hinteren Raum. Loch ist auch schon drin. Hier kommt nachher die Umkleide, wie gesagt, rein. Und muss dann noch verkleidet werden. Morgen dann hier die Wand reinstellen. Dann ist das auch schon schier. Morgen müssen wir noch Tapete abreißen, die restlichen. Morgen früh wird der Müll dann abgeholt, weil sonst belagern wir uns hier vorne. Das wäre nicht so gut. Tommy ist hinten bei und stellt die Wand dann hier auf. Ein paar Ständer stehen auch schon. Er sagt, heute Abend ist es beplankt und schon dreimal gespachtelt. Ne, Tommy? Ach, daneben. Dreimal gespachtelt heute Abend schon, ne? Q3, morgen streichen. Morgen wird schon gestrichen. Wir kommen nach Mitternacht ein bisschen trocken sein, das schleifen wir gleich. Ja. Dass du morgen halt gleich streichen kannst. Genau. Hier hinten sieht jetzt, ist der schlimmste Raum. Hier war ja alles voller Holz, was vorne liegt. Dahinter sieht es jetzt nicht ganz so gut aus. Deswegen haben sie damals auch entschieden, Holz davor zu machen, weil es der einfache und schnellere Weg ist. Hier war mal ein Fliesenspiegel. Das müssen wir jetzt alles vernünftig spachteln. Ne? Ist wie es ist.
Riecht auch leicht moderig, um ehrlich zu sein. Aber wenn das ja ein bisschen abgedunstet ist hier, dann geht das nachher auch wieder. Also ist jetzt kein Schimmel oder sowas. Ist einfach nur, weil das Holz davor war und dann kann das halt nicht vernünftig ablüften. Ne? Daher würde ich das auch nicht empfehlen, sowas zu machen. Aber gut, jetzt ist es auch nicht mehr so. Hier ist nachher halt Marks Raum drin. Und wie gesagt, ich mache jetzt Feierabend. Das ist der kurze Zwischenstand hier. Ich bin mal gespannt, wie das morgen früh aussieht. Weil die machen ja noch bis 0.40 Uhr weiter hier. Und dann sehen wir uns morgen. Ne? Tschüss! Der nächste Tag und es geht fleißig weiter. Wir sind schon alle wieder eingetroffen auf der Baustelle. Kuckuck. Peace. Tommy ist dabei, Wand zu stellen. Macht gerade noch Aufmaß. Wir müssen noch Material holen. Wir hoffen, dass es gleich, dass es heute geliefert werden kann. Aber ich gehe davon nicht aus. Also ich denke, wir müssen wieder selber holen. Weil sind einige Wände noch dazugekommen, die eigentlich nicht geplant waren. Ja. Das hätten wir es gestern natürlich mitgenommen, obwohl gestern war schon voll. Ja, Auto. Also. Vielmehr geht's. Irgendwann geht so ein Auto auch mal in die Knie, wenn da zu viel Gips drin ist. Tommy und Jens waren gestern noch extrem fleißig. Die haben die Wand noch aufgestellt und sogar beplankt mit USB und Gips. Andere Seite ist auch gleich schon ready. Hier ist der Jens Henschel am Start und er macht die Gipsarbeiten weiter. Das ist nämlich sehr gut, weil sonst passiert im Raum nichts mehr. Das heißt, wir können hier einmal sauber machen und Werkzeuge reinstellen. Dann sind die nämlich vorne aus dem Weg. Ist Dominik auch schon fleißig. Die haben jetzt hier schon die Tür rausgenommen und die Zarge rausgeprügelt, weil da muss unbedingt eine neue Tür rein, weil so eine riesen Schiebetür macht einfach gar keinen Sinn hier. Ne? Die konntest du kaum bewegen. Und oh, hier kommt mal hier. Lieben wir, hier wird Gips raufgescheppert, raufgeklebt. Könnte man hier eigentlich auch machen, ne? Dann sparen wir uns nämlich hier das Fräsen, weil das müssen wir runterfräsen sonst. Und hier stecken ja die meiste Arbeit drin, wieder mit dem ganzen Stuck und Co. Und der Boden. Das ist nachher auch noch einiges an Arbeit, ne? Ja, so sieht's ja aus. Wir fangen erstmal an. Wir haben es jetzt 8.48 Uhr. Und ab geht's.